Andi, hast du gerade Zeit? Du, hi. Andi, ich kann nicht so lange, die Uhr läuft. Du musst mir genau zuhören, Andi. Pass auf, ich sitze hier gerade in so einer Sendung. Und ich muss dir gerade eine Frage beantworten. Pass auf. Womit hängt der Intelligenzbegriff der Wissensgesellschaft sehr eng zusammen? Wonach schreit denn dein Herz? Egal, was ich jetzt spiele, ihr seid unzufrieden. Es spielt im Grunde genommen keine Rolle. Das heißt, ich kann jetzt Kreuzworträtsel anfangen im Stream und es würde eh keine Rolle spielen. Wenn es sowieso egal ist, machen wir jetzt Kreuzworträtsel. Dann machen wir jetzt ein Kreuzworträtsel. Dann machen wir jetzt aber ein Kreuzworträtsel. Okay, Betreff, nee, ich mach andersrum. Abkürzung, Betr. Ne, ist richtig. EU-Produktzeichen, CE. Das ist aber 50plus.de. So, das wollen wir mal. Sage um den Weltuntergang, hm? Wie ist denn die Sage um den Weltuntergang? Gesetzlich erlaubt, legal. Ihr seht schon wieder Sachen, die ich noch gar nicht gesehen habe. Hier. Legal, sehr gut. Geballte Hand, Faust. Yo, prima. Farbe, blau. Windrichtung, West. Könnte sein, ne? Art gleich Kunst. Wo seid ihr denn gerade? Ist Art nicht eine Weise auch? Also Art ist auf Deutsch Kunst. Ja, aber Art und Weise heißt es ja zum Beispiel. Also weiß nicht genau. Sitcom gleich Alf. Oh ja, Sitcom Alf. Baumreihenstraße ist eine Allee. Hole in One Ass. Das hört sich ganz falsch an. Hole in One ist Ass? Das Internet hat mich komplett gebrochen. Boah, zusammen klappt das ganz gut, ne? Schwinger an der Uhr ist Pendel, ne? Mach ich mal nebenbei. Unnachgiebig könnte hart sein. Derzeit ist tatsächlich nun, glaube ich. Ach, stur. Oh, Struh. Warte. Stur. Englischer Adelstitel ist Lord. Warte mal, haben wir jetzt zweimal? Englischer Adelstitel, warte mal, wenn ich jetzt hier Lady mache. Nö. Und nochmal Lord? Nö. Ausschweifung ist Exzess. Gehen wir mal von aus. So. Verkaufsurteil. Unique Selling Point. Ah, USP. Okay. Erschöpfungszustand. Das kenne ich. Burnout. Und Art ist auch mal was anderes. Nicht Kunst. Englischer Adelstitel Earl. Oh. Earl of Loxley. Ja, stimmt. Männlicher Vorname Till. Oh. Ill. The Illest. Okay. The Tillest. Bruchteil, Achtel. Ich hätte gedacht, wird man ein anderes Wort für ein Bruchteil suchen. Telco, ah, Telefonkonferenz. Sehr gut, ja. Okay, okay. Ist das hier Ragnarök? Jo, Ragnarök. Sehr gut. Gasoline Turbo Injection. Diana ist die Jagdgöttin. Dirty Diana. Ah, okay, tatsächlich. Ach, GTI. Klar, die Abkürzung. Logisch. Lateinisch Land gleich Terra. Wo ist denn? Ach, hier. Terra Nova, neues Land. Staat gleich Nation, wo ist denn das? Ach da, Nation. Wunderbar. Weihnachtsmann hat einen Bart. Das habe ich auch mal hingekriegt jetzt. Sorte, Art ist Sorte und dann ist hier Boss. Sehr gut. Unbebautes Land ist Bauland, ist das richtig? Nee. Das wäre auch irgendwie komisch. Gewürz gleich Pfeffer. Nee, da unten ist auch ein O. Ja, macht ihr das zum ersten Mal? Ist das Oregano? Ja, Oregano ist es. Macht ihr denn zum ersten Mal ein Kreuzworträtsel? Ihr müsst doch gucken, ob die Buchstaben passen. Ihr müsst schon üben für 50plus, Leute. Langsam geht's los. So, galant, sehr gut. Es macht irgendwie Spaß. Ich weiß nicht warum. Wieso machen wir das gerade? Wieso? Was ist das für ein Stream heute? So, warte. Mischfarbe. Braun. Braun. Ich guck mal. Jo, Mischfarbe ist braun. Röhricht gleich Ried. Wo war denn der Röhricht nochmal? Ich weiß gar nicht, was Röhricht ist. Ried? Was ist denn ein Röhricht? Umgebautes Land. Ödland vielleicht. Jo, Ödland. Okay. Polnischer Fluss ist näher. Okay, cool. HR, Hessischer Rundfunk. Ah, okay. Facharbeiter gleich Geselle. Da stimmt ja gar kein Buchstabe. Und ein Geselle ist doch kein Facharbeiter. Ein Geselle ist doch, der wird doch angelernt. Hä? Da stimmt ja gar nichts. Du solltest öfter Kreuzworträtsel machen, mein Freund. Vorarbeiter passt ja auch nicht rein. Ja. Das passt da gar nicht hin. Monteur könnte es sein, ne? Monteur? Ja, Monteur ist es. Der Monteur ist es. Karpfenfischer hat Ali.
in Wahnsinnsgeschwindigkeit. Hier erstmal High Five. Geil. Das könnte Sie auch interessieren. Rätsel, Spiele, Quiz, Gehirnjogging. Oh, lieber nicht. Lieber nicht Gehirnjogging. Ich glaube, ja, das wird kein guter Abend. Was ist das Preisrätsel? Mit tollen Gewinnen. Ist Runzel Falte? Gleich mal all in gehen. Hier, Falte. Primat. Affe. Weibliches Fabelwesen. Mama. Gebieterin, auch Mama. Krummnehmer. Okay. Hätte klappen können, aber na gut. Verwirrtheit. Das bin ich. Schaugröße. Okay, ist es irgendwie nicht. Das muss falsch sein, das Rätsel. Gemüsesuppe ist Minestrone. Ach du Heilige. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich weiß, wie der mal streitet. Minestrone. Ja, irgendwie nicht. Habe ich es falsch geschrieben? Minestrone. Okay, Minestrone. Ich habe es falsch geschrieben. Nicht Mini. Nicht Ministrone. Fertig. Okay, verstehe. US-Mime Nick Nolte. Mime vor allen Dingen. Statt Schauspieler ist auch so Sch***, ne? Einfach Mime zu schreiben. Spottschrift. Bildzeitung. Ah, nee, ist ja keine Zeitung mehr. Frotte. Das ist Frotte. Frauenkurzname. Meli. Nee. Hä, aber kann ja alles sein. Neli. Beli. Teli. Keli, Leli, Beli, Weli, Reli. Warte mal, ach, hier kann ich. Geli. Geli? Das ist ein Frauenkurzname? Geli? Hey, Geli, komm mal her. Für was ist denn die Abkürzung? Für Gerlinde oder was? Krumm nehmen, verübeln. Verübeln, ja, okay. Stallunterlage, Streu. Spottschrift. Yo, das passt. Kleines Säugetier. Find's komisch, wenn jetzt wieder, wenn da drin Tier vorkommt. Nagetier. Säugetier, Nagetier, finde ich weird. Wenn das eine Wort schon im anderen enthalten ist, dann komisch. Delir von Delirium? Ist Delir ein Wort? Das kannte ich gar nicht. Delir. Hey, sehr Delir. Festkleidung. Mein Galaanzug. Das Lösungswort ist betagt. Das Lösungswort bei 50 plus ist betagt. Was soll ich euch sagen? Ich denke mir das nicht aus. Es steht da wirklich. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Kreuzworträtsel haben mir immer schon Spaß gemacht, muss ich zugeben. Ich mache sie sehr selten, ja, aber ich hatte als Kind, hatte ich auch mal so Rätselhefte mit sowas halt drin. Kreuzworträtsel, Logikrätsel, bla bla, sowas halt. Hat mir immer Spaß gemacht. Komm, wir machen ein Quiz Allgemeinwissen. Wir machen jetzt ein Quiz Allgemeinwissen, Leute. Lass mal reingehen. Mal gucken. Wie nennt man den 31. Dezember noch? Innozenz? Wieso denn in Winter an? Was? Okay, Silvester. Was ist ein Hobbit? Deine Mutter. Der dicke, fette Pfannekuchen. Oh. Okay, nice. Okay. Was sind Guardian, Sun und Telegraph? Okay, das ist schottische. Okay. Das ist, wie kann man ein. Was kann man mit einem Bimsstein entfernen? Wahrscheinlich Hornhaut raspeln, ne? 50 plus Magazin. Das ist einfach das 50 plus Magazin. Natürlich. Was ist die Riviera, Leute? Was ist die Riviera? Hm? Links oben steht der Schwierigkeitsgrad. Level Loser. Ihr wisst doch, wenn man sagt, ich mache Urlaub an der Riviera, dann macht man gerne Urlaub an einer verstorbenen spanischen Sängerin. Dann sitzt man einfach und guckt die so an, wie langsam gammelt. Okay, komm, let's go. So. Wer oder was ist Fuchur? Die schwedische Bezeichnung für Zukunft. Okay, ich bin ehrlich, das Quiz ist ziemlich funny. Das ist super witzig eigentlich. Ist natürlich die altarabische Bezeichnung für Blutrache. Vielleicht ist beides wahr. Es kann auch beides wahr sein. Na gut. Aus welcher Gesteinsform ist der Barbara-Stollen, in dem deutsches kulturhistorisches Material gelagert wird? Okay, was ist denn das jetzt für ein Upgrade gerade? Was ist das für ein Fragen-Upgrade? Hä? Hä? Das erste ist, mit welchen Senkeln macht man sich die Schuhe zu? Weißt du, danach gleich, welcher Stern ist? Okay. Ich würde sagen, Gneis und Granit. Wo entsteht Granit? Unter der Erde, im Ozean, über der Erdoberfläche oder im Barbara-Stollen. So, wo entsteht Granit? Okay. Was ist ein Sackträger?
Nein, Leute. Einfach nein. Ist es ein rüsselloser Schmetterling? Warte mal, der hat einen Sack, aber keinen Rüssel? Das ist aber deprimierend. Der Slang-Ausdruck für Unterhose. Ein Schmetterling ist ein Sackträger, ja? Ist sogar richtig, wusste ich nicht. Sackträger kenne ich gar nicht. Was ist die Rupalwand? Eine Klippe im Norden Papua-Neuguineas, eine 4500 Meter hohe Felswand im Himalaya, ein begehbarer Kreidefelsen bei Dover oder die größte Autokinoleinwand der Erde? Ja, die Rupalwand, die größte Autokinoleinwand der Erde. Himalaya? Ist es Himalaya? Es kommt mir bekannt vor, aber ich weiß nicht mehr woher. Jo, alles klar. Wo kann ein spanischer Kragen auftreten? Beim Menschen, an Küsten, beim Fußball, an einem Auto? Wahrscheinlich nicht beim Menschen, oder? Ich habe keine Ahnung. Spanischer Kragen? Was ist ein spanischer Kragen? Nicht googeln. Okay, nicht googeln. Willst du nicht wissen? Oh Gott. Oh, okay, nein. Okay, ja, ich lese es gerade. Nein, google das bitte nicht. Das ist keine gute Idee. Ich lese das gerade hier. Oh, das ist nicht gut. Warum ist das bei 50 plus? Was macht denn das? Was macht das denn da? Mann, was sind das für Fragen hier, sag mal? Sag mal, was es ist. Ich glaube, man kann es als Vorhautverengung umschreiben, oder? Ah, unangenehm. Was war die internationale Kerze? Ehemalige Farbkennzeichnung von Flughäfen, das olympische Feuer, Einheitsleuchtmittel in der Schifffahrt oder eine Einheit der Lichtstärke? Ich würde zwei sagen. Weil Olympia ist immer international und da läuft einmal mit der Fackel rum und dann wird dann das ewige Feuer entzündet, aber ist falsch. Ist falsch, es ist eine Einheit der Lichtstärke. Okay, gut, dann ist es nicht das olympische Feuer. Ich dachte, ich wüsste mal was, aber ich glaube, ich bin einfach komplett raus. Ich bin hier bin ich nicht mehr überlebensfähig. Wie ist der Name von Hello Kittys Hauskatze? Schoko Cat? Sugar? Shabliu? Charmy Kitty? Wieso weiß man das? Wieso 50 plus fragt, wie der Name von Hello Kittys Hauskatze ist? Okay. An welchem Gerät findet man die sogenannten Kleiekotzer? Ich glaube am Jolly Joker in Braunschweig. Wenn die alternativen Spätippis da wieder hingehen und sich die Plauze voll mit Gerstensaft erhauen. Chat sagt Getreidemühle. Sehr gut, wir sind, ganz ehrlich, unser Allgemeinwissen ist toll. Wie viele Fingerabdrucktypen lassen sich unterscheiden? 7, 2, 5, 3. Gibt's da Typen? Ich dachte, die sind immer unique. Ich werde also nicht eingestellt, sagen sie. Na gut, ich konnte die Fragen alle nicht richtig beantworten. Das ist natürlich sad. Ist das vielleicht wegen Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger? Ist das vielleicht das die Antwort? Einfach die wegen... Ne? Es ist nicht die Antwort. Womit hängt der Intelligenzbegriff der Wissenschaftsgesellschaft sehr eng zusammen? Wie spät ist es? 9:30? Das war so klar. Andi, hast du gerade Zeit? Du, hi. Andi, ich kann nicht so lange, die Uhr läuft. Du musst mir genau zuhören, Andi. Pass auf, ich sitze hier gerade in so einer Sendung. Und ich muss dir gerade eine Frage beantworten. Pass auf. Womit hängt der Intelligenzbegriff der Wissensgesellschaft sehr eng zusammen? A, künstliche Intelligenz, B, informelle Intelligenz, C, emotionale Intelligenz oder D, praktische Intelligenz. Andi, schnell. Informell ist es. Okay, cool, danke dir. Ne? Entschuldigung, ich muss weitermachen, Andi. Ne? Danke dir, vielen Dank. Ciao. Dankeschön, tschüss, ciao. Telefonjoker. So, Andi, jetzt gucken wir mal. Oh, künstliche? Damit hätte ich... Was? Hä? War doch klar. Das war doch klar. Na gut, Resultat. Wie sieht's aus? Haben wir bestanden? Die Vollidioten da draußen. Die ganzen Vollidioten. Ich bin das Brain. Wir sind das Brain einfach. Ist das gleiche Kreuzworträtsel? Oder kommt da mal ein anderes? Ich will's nur wissen. Ah, ist das gleiche. Das hat man schon. Ah, schade. Okay. Dann. Da kam ganz kurz Partnersuche reingeblinkt. Ich wollte auf Spiele drücken, da kam die Partnersuche rein. Ich will mich nicht registrieren. Ich würde die Suche ausfüllen, aber ich will mich da echt nicht registrieren. Ich will diese scheiß Newsletter nicht kriegen. Das will ich aber nicht. Das muss nicht unbedingt sein.
Horoskop. Okay, pass auf. Wo ist das Horoskop? Hier. Ich schau mal, was das erste ist, kurz bei meinem, weil ich so egoistisch bin. Der Widder. Warum ist das so lang? Ich dachte es kurz, wieder hört zu. Dies ist eine arbeitsreiche Zeit für Sie. Vielleicht müssen Sie am Montag, Dienstag noch schnell eine Veränderung durchboxen, aber danach können Sie weiter in Ruhe arbeiten. Okay, da kann ich noch mehr arbeiten, geil. Der Mond kommt dann in die Waage und erinnert daran, dass es auch noch angenehmere Dinge im Leben gibt. Beziehungen und Freundschaften haben einen wichtigen Platz in Ihrem Leben. Wahrscheinlich haben Sie es auch gut mit Mitarbeitern. Vor allem, wenn nicht mehr so viel Stress herrscht. Ab Donnerstag ist es schon wieder vorbei mit der Ruhe. Also ab gestern. Dann steht der Mond in Spannung zu Mars und Merkur und wechselt in den Skorpion, wobei mit einigen zwischenmenschlichen Problemen zu rechnen ist. Sie müssen dann aufpassen, dass sie nicht über die anderen Leute hinweg entscheiden. Mach ich ständig. Das betonte Element Erde verleitet dazu, etwas im Alleingang durchstieren zu wollen. Dieses Thema taucht bei Ihnen in letzter Zeit immer wieder auf. Inzwischen müssten Sie eigentlich darauf sensibilisiert sein. Dafür. Am Wochenende steht die Sonne in Spannung zu Uranus. Da möchte sie jemand ausbrechen. Sind.i, sie das? Ist das vielleicht Erik der Erste? Ist das so gemeint? Punkt.i, sie das? So, aber jetzt Partnerschaft und Liebe. Pass auf. Venus in Steinbock steht in guter Verbindung zu Jupiter in Stier. What? Man hat es sich gegenseitig versichert, dass man zueinander hält, oder man spürt es ohne Worte. Sie konzentrieren sich also wieder auf ihre Arbeit, die ihnen Freude macht, und denken, alles sei in bester Ordnung. Es kann aber sein, dass der Partner vielleicht nicht so beschäftigt ist wie Sie, oder dass er keinen so interessanten Job hat und mehr Zeit mit Ihnen verbringen möchte. Warten Sie nicht auf das Wochenende. Schenken Sie schon vorher etwas von Ihrer kostbaren Zeit. Am Wochenende kann ich nicht, das streame ich. Was willst du von mir? Und am Samstag schrieb mein Partner. Dass Ihr Partner nicht so einen interessanten Job hat wie Sie. Warum soll ich das vorlesen überhaupt? Warum muss ich das hier alles vorlesen? Was ist denn mit euch? Warum wollt ihr das überhaupt wissen? Warum wollt ihr das hören? In dieser Woche wird viel gearbeitet, wie auch schon in den letzten Wochen. Mars, Merkur und Venus befinden sich im Steinbock und zeigen an, dass wir uns mit Notwendigkeiten beschäftigen. In Ihrem Fall könnten es auch gesundheitliche Themen sein, die Ihre Hinwendung brauchen. Das Ziel ist die Funktionalität. Was? Okay, in gesundheitlicher Hinsicht geht es um Knochen und Gelenke. Die sollen also funktionieren. Okay. Globaler betrachtet geht es um Strukturen, die wirksam bleiben sollen, wofür es Änderungen oder Anpassungen braucht. Mars Uranus. Moderne technische Hilfsmittel kommen zum Einsatz und sind nützlich. Beim Uranus kommen moderne technische Hilfsmittel zum Einsatz? Okay, kein Kinkshaming. Mit Sonne und Pluto in Wassermann geht es bei Ihnen auch um interessante Begegnungen, die neue Ideen zu Ihnen bringen. Diese Ideen werden Sie zunächst für abwegig gehalten haben, wahrscheinlich die modernen technischen Hilfsmittel, aber nach und nach erkennen Sie den Nutzen oder sehen die Dinge mit anderen Augen. Und manche Neuheiten sind bei genauerer Betrachtung gar nicht neu. Wir haben sie nur nie gesehen oder ernst genommen. Oh Gott, Leute, was? Oh Gott, warum? Leute, warum? Ich will keinen neuen Live machen. Warum schmeißt ihr immer noch weiter das Sternzeichen hier rein? Erstmal Schnappes. Ich brauche erstmal Kräuterschnappes. Junge, wir haben die Leute das bei neuen Live alle ausgehalten da. Schütze, wir machen Schütze. Eins mache ich noch, das ist Schütze. Alltag, Beruf. Die Planeten in Steinbock fühlen sich für Sie gut an, vor allem Venus in bester Verbindung zu Jupiter. Man sieht, dass Sie mehr Boden unter die Füße bekommen haben und dass Sie diese Sicherheit ausstrahlen und an die Mitmenschen weitergeben können. Sie erleben dieses Gefühl der Sicherheit im beruflichen und im Alltag. Die Kollegen wissen einfach, dass sie sich auf Sie verlassen können und es ist diese Sicherheit, die es für Sie jetzt möglich macht, den bisherigen Rahmen zu sprengen und neue Wege zu gehen. Und prompt wird es ab Donnerstag Menschen geben, die ihre Schritte nicht nachvollziehen können. Dann sollten Sie Ihre Beweggründe aber mal gut erklären können. Versuchen Sie, die Leute auf die neuen Wege mitzunehmen und dabei niemanden auszugrenzen. Und wenn jemand Bedenken hat, muss er sie äußern können und ihnen eine Chance geben, alles gut zu begründen. Fairness ist in dieser Woche ein großes Thema. Ja, habt ihr gehört? Fairness ist ein großes Thema. Venus, Saturn und Jupiter beschreiben eine Welt, die soeben ein bisschen heiler geworden ist. Wenn Sie mehr Vertrauen in die Mitmenschen gewonnen haben, wird sich das auf Ihr Privatleben auswirken. Sie können auch Ihre Wohnsituation verbessern. Ist Ihre Wohnung ein reiner Rückzugsort für Sie oder gibt es dort auch Platz für einen Partner? Einen weiteren womöglich? Bräuchte es vielleicht eine strukturelle Veränderung? Oder bräuchte es überhaupt viel mehr Struktur und Ordnung?
Denken Sie darüber mal nach. Puh, da stimmt ja gar nichts. Was? 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 Oh, leck mich am Arsch. Die Waage geht diese Woche stark kacken, weil sie aber trotzdem in den Chat spammt, obwohl ich gerade gesagt habe, Schütze war das Letzte, was wir vorgelesen haben. So, jetzt reicht's.